Hallo. Ja, also ich gebe es zu, gestern ging es mir wirklich nicht gut. Ich hatte gestern so eine Art depressiven Zusammenbruch. Nun gut, weil irgendwie fühlt man sich ja doch ein bisschen überflüssig und da merkt man dann schon, wie sehr einem soziale Kontakte fehlen und man versinkt so. Also ich müsste schreiben, ich habe eine Schreibblockade, ich putze, ich koche, ich gehe mit den Hunden spazieren und ja, das war's. Ab und zu geht man mal einkaufen. Wir versuchen das so weit wie möglich zu reduzieren auf einmal die Woche. Und ansonsten lasse ich mir alles eigentlich vor die Tür stellen. Aber es ist wirklich, oder gehe halt nur in kleine Lädchen zum Einkaufen, wo ich sicher sein kann. Ich habe natürlich auch eine Hilfe. Vielen Dank dafür. Aber es ist schon blöd. Wir sind in so einer Bubble drin und dann habe ich gestern noch mit meiner Tochter telefoniert und war danach völlig depressiv und war schlimm. Darf man auch mal haben. Und tja, und dann kam mein Mann an und der hat sich echt Sorgen gemacht. Er war total niedlich und dann hat er gesagt, du weißt was, Schatz, jetzt mach doch eins deiner Weihnachtsgeschenke auf. Dann siehst du wieder Licht im Tunnel und dann geht's dir besser und das machst eins, was dir garantiert Freude macht. Er kennt mich sehr gut, muss ich dazu sagen, seit über 20 Jahren. Ja, und dann habe ich erst gesagt, aber Weihnachten, sagt er, ach komm, du kriegst ja noch was anderes. Habe ich gesehen, es kam ein kleines Paket an. Und ich weiß, in den großen weiß man immer nicht, was drin ist, aber die kleinen, die will man haben. Und ich weiß ja, was er. Ich hoffe, dass es das ist, was ich mir so sehr gewünscht habe. Aber naja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich dann wirklich ausgepackt, heulend. Ich weiß, dass mein Mann einen etwas schrägen Humor hat. Und was ich sah und die Worte, dass es mich glücklich machen wird und entspannt, habe ich zuerst gedacht, der wird mir doch nicht irgend so einen blöden Fitnesskram kaufen. Und dann machte ich das auf und ich weiß, dass es jemand für ihn gepackt hat, weil ich die Schrift erkannt habe. Und ich sah, kennt ihr diese blöde Werbung im Fernsehen für diesen Spaßmacher-Kalender? Wo dann die sagen, dieser Kalender kostet nur so und so viel Euro. Und sagt der andere, nee, 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 nee. Und dann verschwindet der unter der Bettdecke. Und so was Ähnliches war da. Also man hat sich ein, na gut, ist ja egal. Da habe ich noch gedacht, oh mein Gott, es macht mich glücklich und entspannt. Er wird doch hoffentlich nicht. Ich habe es ausgepackt und ja, ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, denn meiner ist mir vor einem halben Jahr kaputt gegangen. Und das ist jetzt, den hatte ich aber Jahre, muss ich dazu sagen. Und das, der hier, ist das Neueste vom Neuesten. Brutal geil. Macht bei Weitem nicht mehr so viel Lärm. Den gibt es jetzt in zwei Größen. Dann geht er wirklich in jede Ritze. Und er hat ein neues Silikonteil vorne, was wirklich viel stärker ansaugt. Ich war echt glücklich. Ich habe mich so gefreut, bin ihm dann auch gleich im Hals gefallen. Er hat schon recht, das hat mich glücklich gemacht und es wird mich entspannt machen. Denn wenn ich eins liebe, ist das Fenster putzen. Mein neuer Kercher ist da. Oh, ich liebe ihn. Ich bin von diesem Gerät begeistert. Und guckt mal, der hat die neuen Noppen. Also, ich habe jetzt endlich was zu tun. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich kriege frisch gewaschene Fenster vor Weihnachten. Jetzt scheint heute leider die Sonne, weil sonst hätte ich mich sofort reingestürzt. Ich gehe jetzt an die Nordseite und werde sofort und umgehend alle meine Fenster putzen. 17 Stück habe ich durchgezählt. Darf ich putzen? Ich freue mich so, weil es geht so toll mit dem. Es geht so schnell. Zweimal habe ich es jetzt schon ohne ihn gemacht und ohne meinen Liebling. Und irgendwie war ich zu faul, da in irgendeinen Laden zu gehen, um mir den zu holen. Und mein Mann hat das mitgekriegt. Ich gebe ihn nie wieder her. Jetzt habe ich endlich was Sinnvolles zu tun. Außer kochen, spazieren gehen, die Hunde bürsten, meinen Mann bespaßen. Ich darf endlich was Sinnvolles tun. Und irgendwann werde ich vielleicht die Guts haben, mich endlich hinzusetzen und zu schreiben. Ich muss noch einen Artikel schreiben für Mondberge. Sowas macht ja eigentlich Spaß, aber ich bin im Moment echt Corona ferngesteuert. Tja, ich liebe ihn.
Mein Kercher.